Ja, liebe Ulrike Gerhardt, vielen Dank für die Einladung und für die freundliche Vorstellung. Meine Damen und Herren, Sie werden sich vielleicht gefragt haben, warum das Reden über Städte so wichtig sein soll. Städte sind Städte, Gebäude sind Gebäude, Plätze sind Plätze, Dönerbuden sind Dönerbuden. Mag bei einem Beziehungskonflikt das Sprechen über verletzte Gefühle und Erwartungen gegebenenfalls noch ein sinnvoller Wegweiser sein, so sicher gewiss nicht bei konkreten Bezugsobjekten in der Welt wie einer Stadt. Die sieht man ja, und zwar mit den eigenen Augen. Meine direkte Replik auf diese Voreinstellung lautet: weit gefehlt. Meine Gegenrede möchte ich mit Hilfe eines großen Medienkorpus objektivieren. Es gibt nämlich eine erstaunliche Diagnose. Schaut man in einem journalistischen Korpus nach, das 25 Jahre umfasst, von 1991 bis 2016, und in dem das Wort authentisch oder Authentizität vorkommen muss, also wenn in einem Text eines der beiden Wörter vorkam, dann wurde der Text in unser Korpus aufgenommen. Schaut man also in einem solchen Textkorpus nach, welches Wort am häufigsten mit dem Adjektivattribut authentisch kombiniert wird, so ist dies das Wort Ort, und zwar im Singular und im Plural. Gemeint sind Formen wie authentischer Ort, authentischen Ort, authentische Orte. Und welche sind die zwei-, dritt-, vierthäufigsten Wortpartner des Adjektivattributs authentisch? Authentisches Bild, authentische Geschichte, authentischer Fall, authentischer Eindruck, authentische Stimme, authentische Musik, authentisches Material, authentischer Einblick, authentische Küche, ganz wichtig, authentische Art, authentische Weise, authentischer Charakter. Wie es mit unseren Voreinstellungen auch bestellt sei, die Befragung des Korpus belegt eindrucksvoll, dass Reden über Orte und Authentizität und damit auch über Authentizität und Städte ist in der öffentlichen Berichterstattung sowie in der veröffentlichten Meinung von zentraler Bedeutung. Es stellt sich also die Frage nach dem Träger des Authentischen. Wer oder was kann authentisch sein? Wem oder was wird Authentizität zugeschrieben? In der Literatur unterscheidet man zwischen Subjektauthentizität und Objektauthentizität oder materialer, personaler, ästhetischer Authentizität. All dies spielt heute keine Rolle. Wir interessieren uns für die Zuschreibung von Authentizität in Bezug auf konkreter, genauer Objekte, Gegenstände, Orte, Räume, Umgebungen, Materialien, Produkte, die in Bezug zur Stadt stehen. Also man könnte sagen, Authentizität im urbanen Kontext. Und unternimmt man im Textkorpus noch eine zweite Suchanfrage und schaut nach Wortverbindungen mit dem Substantiv Authentizität, so stoßen wir im Sinnbezirk von Stadt und Land auf römische Authentizität, alpine Authentizität, lokale Authentizität, Münchner Authentizität, regionale Authentizität. Nicht minder interessant sind Komposita wie Straßenauthentizität oder Ghettoauthentizität. Was lässt sich daraus ableiten? Nicht nur Menschen, Kunstobjekte, Geschichten werden im öffentlichen Diskurs mit dem Hochwertkonzept der Authentizität belegt, sondern auch Städte und Stadtteile. Als Hochwertkonzept oder Hochwertwort bezeichnen wir in der Sprachwissenschaft Worte, die anscheinend rundum ein hohes Prestige genießen, weil sie positiv bewertende Referenzen hervorrufen oder eben solche Konnotationen aufweisen. Authentizität scheint auch dazu zu gehören. Dies zeigt eindeutig unser Textkorpus. Denn Authentizität als Hochwertphänomen, in diesem wohnt etwas Deontisches, etwas Verpflichtendes inne. Es wird zu einer anzustrebenden Orientierungseinheit. Aber es gibt auch gegensätzliche kritische Stimmen. Manche sprechen beim Verweis auf die Authentizität von einem Fetisch, einer Lehrformel oder einem Sehnsuchtsphänomen, das unerreichbar sei. Nach diesem
Einstieg und dieser Eröffnung gebe ich nun den Staffelstab an meinen Kollegen Günter Leipold weiter, der sich vertiefend anhand vieler Beispiele mit der Authentizität beschäftigen wird. Ich ergreife später nochmals das Wort, um im Rahmen einer Diskursanalyse Ihnen Untersuchungsergebnisse eines sprachlich-kommunikativen Wettstreits um Authentizität im urbanen Kontext zu präsentieren. So, schönen guten Abend allerseits. Ulrike, vielen Dank für die Einladung und für die schöne Einführung. Ich möchte zunächst ganz kurz den Begriff der Authentizität etwas näher beleuchten und dann etwas ausführlicher am Beispiel von Brooklyn in New York City die Wahrnehmung authentischer Stadtatmosphären diskutieren. Authentizität ist ja ein etwas schillernder Begriff, weil er sich auf zwei Phänomene beziehen kann, die wir in der Alltagserfahrung auch ganz gut kennen, die wir aber nicht immer auseinanderhalten. Im einen Fall geht es beim Authentischen um das Echte, das Nicht-Verfälschte, das Originale. Diese Dimension des Begriffs wird deutlich, wenn Sie etwa an den Kunsthandel denken und fragen, ob ein Gemälde echt ist. Also ist es wirklich ein Van Gogh oder ist es eine Fälschung? Diese Dimension des Authentischen ist relativ klar und für uns auch relativ uninteressant. Spannend wird das zweite Bedeutungsfeld, das viel komplexer ist, denn hier bedeutet authentisch zu sein, einem Ursprung oder einem Inneren gerecht zu werden. Etwa wenn man sagt, wenn wir über einen Menschen sagen, er sei authentisch und damit meinen, dass er sich nicht verstellt, dass er uns nichts vorspielt, sondern ganz er selbst ist. Yogi Löw oder Donald Trump. Oder wenn wir über Authentizität in der Kultur reden und damit meinen, dass eine ganz eigene kulturelle Identität irgendwo zum Ausdruck kommt, also eine westafrikanische im Gegensatz zu einer fernöstlichen Identität oder Ähnliches. Das ist eine Kategorie, die auch immer wieder auftaucht, wenn wir über Subkulturen reden, etwa Musikkulturen, und dann den Begriff der Street Credibility ins Spiel bringen und damit die Frage stellen, ob die Ausdrucksformen, die wir betrachten, wirklich aus dem inneren Erleben einer Subkultur kommen oder ob sie eher aufgesetzt sind, zum Beispiel von einer Kulturindustrie appropriiert und so weiter. Ich möchte ein paar Worte zur Logik dieser Begrifflichkeit sagen. Die Rede von individueller oder kultureller Authentizität beruht auf einer Unterscheidung zwischen Innerlichkeit und Äußerlichkeit. Und die ist relativ modern, denn sie erreicht eigentlich erst in der Romantik, also um 1800, eine breitere gesellschaftliche Relevanz. Es ist ja bekannt, dass sich in der Romantik ein Menschenbild etabliert, das das gute Leben dadurch definiert, dass man sein Inneres zum Ausdruck bringt. Also für jemanden wie den französischen Philosophen Rousseau wird es dann plötzlich wichtig, bei der eigenen Lebensführung eine Art innere Stimme, einer Art inneren Stimme zu folgen, so nennt er das, also man muss dieser Stimme folgen, nicht nur um ethisch zu handeln, sondern auch um die Voraussetzung für ein erfülltes Leben zu erreichen, also die Voraussetzung dafür, dass man sich nicht von sich selbst entfremdet. Ja, also die Entfremdungsthematik muss man sich auch nochmal vorstellen, ein vorromantischer Denker kann ja eigentlich nicht so richtig viel damit anfangen. Also für den Philosophen des 17. Jahrhunderts bedeutet ja Freiheit oder Selbstbestimmtheit vor allem das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Also der Staat soll mich nicht einsperren, wenn ich wegen meiner Gesinnung. Und dann ist man frei, also dann lebt man sein eigenes Leben sozusagen. Nach 1800, also nach der Etablierung dieser Authentizitätsvorstellung, wird es dann plötzlich möglich, Unfreiheit auch im Sinne eines falschen Bewusstseins zu definieren. Also die Kolonisierung des Ichs durch eine mir äußerliche Ideologie, die dann dazu führt, dass ich meinen inneren Kompass quasi verliere. Ein zweiter Aspekt dieses Denkens in der Romantik ist, dass man die Vorstellung individueller Authentizität nun auf Gesellschaften oder auf Kulturen überträgt. Es kommt dann zur Pluralisierung des Kulturbegriffs. Also im Unterschied zur traditionellen Vorstellung von Kultur als universalem Prozess der zunehmenden Zivilisierung, der die Menschheit von primitiveren zu moderneren Kulturen führt, im Unterschied dazu versteht man die Welt nun als Flickenteppich verschiedener Kulturen. Also jetzt hier wie auf dieser Grafik, die die kulturelle Vielfalt der Welt darstellen soll. Also eine Pluralität von Kulturen,
die alle ihre eigene Logik, ihr eigenes Innere haben und denen man zugestehen muss, dass man sie nur an ihren eigenen Maßstäben messen kann. Also man wird der einen Kultur dann nicht mehr gerecht, indem man sie nach europäischen Kriterien oder anderen Kriterien bewertet. Also das ist ein Denken, das wir als Kulturrelativismus bezeichnen. Es ist jetzt hier, glaube ich, nicht der Ort, über die Vor- und Nachteile dieses Denkens zu reden. Aber Tatsache ist, es gibt dieses Denken seit 1800. Es ist sehr prägend für unsere Authentizitätsvorstellungen und eben auch für unsere Vorstellungen von authentischer Kultur. Und jetzt wäre also die Frage, wie wirken sich diese Konzepte denn aus, wenn wir über die Stadt reden? Also vielleicht auch ein bisschen banal, aber auch recht häufig zeigt sich die Unterscheidung zwischen authentischer und inauthentischer oder zwischen authentischen und inauthentischen Orten oft im Sinne einer historischen Echtheit. Also wenn Sie etwa an den Unterschied denken zwischen dem Heidelberger Schloss und Neuschwanstein, das wäre ein Bild von Neuschwanstein in Bayern, dann finden viele Besucher immer, dass das Heidelberger Schloss besonders authentisch ist oder authentischer als Neuschwanstein, weil es ja noch im Originalzustand belassen wurde, also Zustand seiner Zerstörung im 17. Jahrhundert, während Neuschwanstein als neomittelalterliches Märchenschlösschen im 19. Jahrhundert erst gebaut wurde und eigentlich auch viel mehr mit Richard Wagner zu tun hat als mit einem ja, wirklichen Mittelalter. Und der Begriff, der sich dafür einprägt und der dann auch immer wieder in diesen Debatten über Stadt auftaucht, wäre der Begriff der Disneyfizierung der Geschichte. Und in der Tat hat ja Walt Disney in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts die Silhouette von Neuschwanstein auch für sein Markenzeichen übernommen. Das heißt, wenn man von Disneyfizierung redet, und das ist dann in der Regel ein kritischer Begriff, dann meint man die Produktion von historischem, naja, also Kitsch, ist auch ein schwieriger Begriff, aber er meint eben dieses Trivialisieren und aus dem Kontext reißen von historischen Strukturen. Und das ist eine Thematik, die Stadtplaner und Städtebewohner, glaube ich, immer wieder bewegt. Denken Sie an die Debatte über das Berliner Schloss im Moment. Die gibt es, glaube ich, seit 2006 oder so. Also die Frage, ob man dieses Berliner Schloss jetzt einfach wieder in seinem Original, mit seiner originalen Barockfassade da einfach hinstellen kann, in die Mitte, also in Berlin-Mitte. Und da ist eben auch der Disneyfizierungs- und auch der Kitschvorwurf im Raum. Also das jetzt sozusagen nur als Rahmen. Ich möchte aber nun eigentlich auf ganz andere Aspekte der Wahrnehmung authentischen Städtebaus eingehen. Ein Aspekt, der weniger mit geschichtlicher Authentizität als mit authentischen Lebensstilen in diesen neuen urbanen Innenstadtlandschaften zu tun hat, die erst in der sogenannten Urban Renaissance oder der Renaissance der Stadt seit den 80er Jahren entstanden sind. Ich möchte ganz kurz den Kontext ein bisschen erläutern. Mit dem Soziologen Andreas Reckwitz könnte man formulieren, dass die Zeit zwischen 1920 und 80 städtebaulich durch die industrielle Moderne geprägt ist. Also man tendiert primär zur funktionalen Stadt, in der soziale und räumliche Standardisierung gefördert wird durch serielles Bauen, das heißt durch die Produktion mehr oder weniger austauschbarer Räume, die der Stadt dann auch eine gewisse Gesichtslosigkeit geben, wie Reckwitz formuliert. Dagegen hat die Renaissance der Innenstädte seit 1980 zu einer Situation geführt, in der sich Städte immer mehr als besondere Orte inszenieren, die eben nicht mehr austauschbar, sondern jetzt authentisch sein wollen und entsprechend auch durch ein Städtebranding vermarktet werden, mit dem Resultat, dass Städte nun versuchen, ihre Alleinstellungsmerkmale, also ihren individuellen Charakter zu vertiefen und auch zu bewerben, ja, um sich international zu präsentieren, wenn es dann auch auf diesen Aufmerksamkeitsmärkten darum geht, mit Atmosphären authentischen Wohnens dann auch die besten Leute anzuziehen. Und ein wichtiges Spielfeld auf diesem Aufmerksamkeitsmarkt, also neben der Wiederbesiedlung der Innenstädte, ist auch die Neubesetzung von alten Industrieflächen. Es gibt ja in Europa sehr viele eindrückliche Beispiele, im Ruhrpott und so weiter. Und hier möchte ich jetzt aber über den Strukturwandel in Brooklyn eingehen als Beispiel für diesen Strukturwandel, also dem Stadtteil von New York City, der in den späten 1980er Jahren eine auch
international recht bekannte Urban Renaissance durchlaufen hat, die insbesondere von einem Bezirk in North Brooklyn ausging, einem Bezirk namens Williamsburg. Das hier ist eine Aufnahme von Williamsburg in den 80ern. Man sieht also eine Gegend, die unbewohnbar geworden ist, in der nur noch Leute wohnen, die es nicht geschafft haben, wegzukommen. Das gilt natürlich nicht für ganz Williamsburg und auch nicht für Brooklyn an sich. Da gibt es ja auch Brownstone Brooklyn, das schon in den 70er Jahren sehr teuer war und so weiter. Aber eben North Williamsburg ist eben etwas heruntergekommen. Und typisch für diesen Niedergang sind nicht nur diese verfallenen Wohnblocks, die dann eben auch zu Ghettoisierungen führen und so weiter, sondern auch als Symptome des Niedergangs einer Wirtschaft, die auf Industriekapitalismus basiert, leerstehende Fabrikgebäude. So, und die Wende in Williamsburg beginnt dann, als in den späten 1980er Jahren diese Viertel plötzlich von jungen Künstlern bewohnt wurden, die sich die Mieten in Manhattan nicht mehr leisten konnten. Also wir können hier mal eine Karte anschauen von New York City, in der ein sogenannter Bohemian Index abgebildet ist. Also der Bohemian Index zeigt die Dichte von Künstlern pro Quadratkilometer. Und man sieht, dass die Dichte in Manhattan sehr hoch ist, da ist es dunkelrot. Aber Manhattan ist eben auch sehr teuer. Da ist das künstlerische Establishment mit den teuersten Galerien, dem größten Prestige. Und die Künstler, die dann um 1990 über den East River nach Brooklyn strömen, also nach Süden, sind jung, unbekannt, ohne Establishment Connections, frisch von der Kunsthochschule mit wenig Geld. Das heißt, sie profitieren von den niedrigen Mieten und verändern damit die kulturelle Landschaft von Brooklyn. Hier ist ein Cover des New York Magazine von 1992. Es wird jetzt von einer New Bohemia gesprochen. Man sieht also, wie die verlassene Landschaft jetzt mit Szene-Cafés besetzt wird, in denen die sogenannten Hipsters leben. Das ist das amerikanische Wort für Bohemien. Und auf der ersten Seite des Artikels sieht man dann auch den Künstler in der verlassenen Ruderalfläche der heruntergekommenen Hafengegend von North Brooklyn. Mit Blick auf die Skyline von Manhattan, und also der Künstler wird dargestellt als junger Wilder, der sich als viel authentischer präsentiert als die etablierte Manhattan Art World, die in diesem Artikel als japifiziert und kommerzialisiert abgewertet wird. Also die Philister sind da drüben in dieser glitzernden Skyline und die Bohemians im viel ungeschlifferen North Brooklyn, und also die Abgerissenheit der Hafengegend von Williamsburg, die höhere Verbrechensstatistik, der herumliegende Metallschrott, dies wird alles zur Signatur des Authentischen. Also, und entsprechend wird die Künstlerszene in Williamsburg als erdiger wahrgenommen, also näher an der Fülle des Lebens im Gegensatz zur viel zu polierten Kultur in Manhattan. Ein Ausdruck des Authentischen ist eine neue Partykultur, die in Williamsburg entsteht. The Art of the Party wird dies in den frühen 90ern genannt. Wenn also in diesen alten, leerstehenden Fabrikhallen zu Technomusik getanzt wird, in Räumen, in denen auch noch Metallschrott herumliegt, aus dem Künstler dann Skulpturen basteln. Es wird von einer DIY-Culture gesprochen, einer Do-it-yourself-Kultur, weil jeder mitmachen darf und das ausstellen kann, was er gerade findet. Also Unprofessionalität wird als authentisch gedeutet, und es entsteht dann auch aus dieser DIY-Kultur eine inzwischen legendäre Clubszene, auf die man dann auch in Manhattan aufmerksam wird. Ganz kurz vielleicht, es gibt einige Vorbilder für diese Entwicklung, die man anführen könnte. Zum Beispiel in den 60er Jahren sind schon bildende Künstler in sogenannte Lofts gezogen, im Stadtteil von Soho von Manhattan, und auch hier ging es schon darum, leerstehende Fabrikgebäude in ökonomisch stillgelegten Industrievierteln zu nutzen und mit einer Ästhetik des Metallschrotts auch zu kokettieren. Und auch diese Szene in Soho hatte einige Wirkung. Der Unterschied zu Brooklyn ist, dass diese früheren Szenekulturen, und später gab es auch noch ähnliche Entwicklungen im East Village, nur geringen Einfluss auf die allgemeine Stadtatmosphäre hatten. Also es war eben noch die Zeit vor der Renaissance der Innenstädte. Dagegen wirkt sich die Künstlermigration nach North Brooklyn um 1990 eher prägend oder viel prägender auf das Stadtbild aus, weil sie eben auch mit der globalen Neubewertung von Innenstädten zusammenfällt. Hier zum Beispiel in diesem Bild sehen Sie, man erkennt, glaube ich, ganz gut, dass hier eine neue Atmosphäre entstanden ist, die das Straßenbild und auch das Lebensgefühl
auf eine intensivere Art prägt. Dieser Titel, The Geography of Cool, ist ein Schlagwort aus den Medien der Zeit, die immer fragen, wo ist es denn jetzt? Also wo ist jetzt denn gerade der Ort des coolsten Lifestyle, der dann zu dem Aufblühen der Innenstadt führt? Und wo soll ich denn jetzt in Immobilien investieren am besten? Also in der Hoffnung, dass die Lebensqualität steigt, bevor die Mietpreise unerschwinglich werden. Der Aufstieg von Brooklyn Cool beginnt in dem Moment, in dem die New York Times diese Szene entdeckt und feiert, indem sie Williamsburg als Zentrum eines authentischen Lebensstils erkennt. Also die interessantesten Restaurants, Cafés, die coolsten Läden, die verrücktesten Clubs, die tollsten Galerien. Das wird dann sozusagen in der New York Times verbreitet und auch in anderen Medien. Und dadurch setzt eben dieser Prozess der Gentrifizierung wird in Gang gesetzt, den man ja auch von vielen anderen Orten kennt. Also die Wohnungspreise steigen, Stadtbild verändert sich, kommerziellere Ladenketten ersetzen die einfachen Szeneläden und so weiter. Es kommt dann auch zu einer Art Brand Extension. Also die Szene in Williamsburg steht plötzlich für ganz Brooklyn und Brooklyn wird dann zur Marke mit internationaler Wirkung. Hier zum Beispiel das Bild einer Biermarke, die mit dem Label Brooklyn nun wirbt. Und das ist natürlich genau der Moment, in dem dann auch immer mehr Anwohner in Brooklyn fragen, ist denn das noch meine Stadt? Und zum einen zeigt sich nämlich, dass die Internationalisierung dieses Brooklyn Brands eben auch wieder zu einer gewissen Standardisierung geführt hat. Hier ist zum Beispiel ein Bild aus einem Artikel des britischen Guardian, der sich darüber beklagt, dass diese neue Kaffeehauskultur aus Brooklyn dazu geführt hat, dass nun alle Innenstadtcafés gleich aussehen. The same old, how the hipster aesthetic is taking over the world. Und im Bild wird ein Café in Edinburgh, also in Schottland, gezeigt, das aber von der Ausstattung genauso gut aus Brooklyn stammen könnte oder eben aus Shanghai, wo man nun auch solche Cafés, also mit diesem auf alt gemachten Holz und dieser Hipster-Ästhetik nun hat. Ein zweiter Punkt ist, dass dieser Szene-Habitus, ja, also der ja in den 90er Jahren durch ein eher spontanes sich neu erfinden von alternativen Kulturen geprägt wird, inzwischen auch zu einer erkennbaren und damit auch kommerzialisierbaren Modeerscheinung geworden ist. Also dieses Bild hier ist von einem Feature der New York Times von 2016, in dem ein Reporter der New York Times erzählt, wie er sich nun selbst auch zu einem Brooklyn-Hipster umgestylt hat. Also zunächst kommt er mit seinem Fahrrad aus Manhattan hier an in seinen eigenen Kleidern und schaut sich etwas berückt in dieser merkwürdigen Menschenmenge um. Dann geht er in die entsprechenden Läden, um sich das inzwischen nicht mehr so billige Hipster-Outfit zu kaufen. Er steht noch ein paar nötige Accessoires. Und übrigens diese verblassten Fabrikschilder, und das ist auch typisch ja, für diese Art und Weise, wie eben dieser Brooklyn-Brand jetzt besetzt ist und funktioniert. Also man hat ja diese alten stillgelegten Fabrikhallen okkupiert und dort diese Partys gefeiert. Die ersten Partys waren in einer Senffabrik am Hafen von North Brooklyn. Und man hat es also mit den Spuren der industriellen Vergangenheit zu tun, die künstlerisch gestaltet werden, die aber auch so etwas wie geschichtliche Authentizität evozieren. Als würde sich in diesen verblassten Schilder auch so irgendwie so etwas wie das alte, reale Brooklyn zeigen. Und dieser Reporter, der macht sich natürlich auch ein bisschen drüber lustig, indem er jetzt diese vorgefertigten Taschen kauft in diesem Laden, auch mitten, wo man also die Holzbalken sieht, also refurbished, was ist das, reclaimed wood, dass man also so, das auf alt gemachte sozusagen. Und dann mischt er sich schließlich in diesem Outfit unter die Hipster. Und es fällt niemandem auf, weil die meisten hier wahrscheinlich auch vor kurzem erst zugezogen sind, wahrscheinlich aus dem mittleren Westen, um sich auch eben diesen Brooklyn Way of Life äußerlich anzueignen. Und man kann sie eigentlich von anderen Gruppen von Menschen nicht mehr unterscheiden. Also das wäre sozusagen das Problem der Inauthentizität, die sich dann eben entwickelt. Ein dritter Aspekt, der vielleicht auch ganz lustig ist und der ab 2012 in den Medien auftaucht, betrifft die sich ändernde Demografie, solcher Viertel, die gentrifiziert werden. Also man sieht in diesen hippen Kaffeehäusern nun auch Kinder, die sich Baby-Chinos servieren lassen. Plötzlich tauchen also diese Mütter auf mit ihren teuren Strollers, also mit ihren teuren
Kinderwägen als Teil des Gentrifizierungsprozesses, der ja die sogenannten Bourgeois Bohemians anzieht, also Bobos, nach Brooklyn zieht. Also Hochschulabsolventen mit Sinn für Kunst, aber auch sehr, sehr guten Jobs, also in der Creative Economy, die sich höhere Mieten leisten können und den Charakter des Viertels natürlich dadurch auch transformieren, weil ihre Finanzkraft nun auch die besser sortierten und teureren Lädenketten in das Viertel lockt. Also mit dem Resultat, dass die Subkultur mit den üblichen Marken überformt wird und dadurch eben auch eine gewisse Gesichtslosigkeit droht. Ja, also was machen wir jetzt damit, das ist die Frage. Also die Stadtsoziologin Sharon Sukin hat dieses Problem der authentischen Stadt in New York auf ganz interessante Weise untersucht und besprochen in diesem Buch Naked City, The Death and Life of Authentic Urban Places. Sie hat also einerseits gezeigt, dass es das authentische Brooklyn überhaupt nicht gibt, denn auch wenn man in die Zeit vor der Gentrifizierung zurückgeht, als plötzlich diese junge Künstlergeneration auftaucht, auch in dieser Zeit, die ja inzwischen romantisiert wird, findet man immer auch Gruppen von Bewohnern, zum Beispiel die polnischen Arbeiter, die in den 50er Jahren nach Williamsburg gezogen sind, oder die Emigranten, die in den frühen 70er Jahren kamen und die dann eben auch schon um 1990 fragen, ist das noch meine Stadt? Das heißt, als Soziologin kommt Sukin zu diesem Schluss, dass es das authentische Brooklyn zumindest in einem universellen Sinne überhaupt nicht geben kann. Aber sie weiß auch, dass diese Erkenntnis einen überhaupt nicht weiterführt, denn als Bewohnerin von New York, die auch gerne Latte Macchiato trinkt und der ein Farmers Market lieber ist als eine Ladenkette und die zwar auch gerne in Tante-Emma-Läden einkaufen würde, aber eben auch nicht in Billigläden, ja, dass also auch sie selbst sich dieser Suche nach Authentizität eben nicht ganz entziehen kann bei aller Skepsis. Ne? Und sie weiß deshalb, dass man das Problem nicht löst, indem man sagt, Authentizität gibt es eigentlich sowieso nicht, sondern stattdessen eben immer wieder fragen muss, ne, also was steht eigentlich hinter diesem Gefühl des Authentischen, welche Gruppeninteressen werden hier zum Ausdruck gebracht, vor allem in Innenstädten, in denen sich ja immer verschiedene Gruppen und Bedürfnisse auch begegnen, ne, und das ist eben auch die Frage, also welche Kämpfe werden hier geführt, ja, das ist die Frage, die mein Kollege Eckhard Felder jetzt genauer beleuchten wird. Vielen Dank. Ja, jetzt kommt der Wechsel zu den sprachlichen Zeichen, denn außerhalb unserer Primärerfahrung, die beim Thema Stadtwahrnehmung mit Sicherheit von zentraler Bedeutung ist, begegnet uns die Welt auch als eine Versprachlichte. Die Welt als Versprachlichte wird in einzelnen Texten und Gesprächen greifbar, die thematisch aufeinander bezogen sind. Für solche Diskursausschnitte, in denen etwas über Städte und Authentizität gesagt wird, interessiere ich mich, weil sich in ihnen kollektives Denken, Wissen, Empfinden manifestiert. Das zusammengestellte Korpus soll darüber Aufschluss geben. Was aber hat Wahrnehmen von Städten mit dem Sprechen über Städte zu tun? Ein großer Teil unseres individuellen Wissens und Empfindens gründet nicht nur auf eigenen Erfahrungen, sondern vielmehr auch auf den Sprachzeichen, wie sie uns in Äußerungen zum Beispiel über Städte begegnen. Unsere Primärerfahrung wird flankiert von der Wirkung sprachlicher Zeichen auf unser Wissen. Wenn wir also vor einem Fachwerkhaus stehen und hören, wie Person A das Haus als kitschig, Person B als ursprünglich bezeichnet, so bleiben diese sprachlichen Etikettierungen nicht ohne Wirkung auf unsere Wahrnehmung und auch unsere Einschätzung. Spätestens, wenn wir unsere eigenen Eindrücke des alten Fachwerkhauses jemand anderem mitteilen wollen, sind wir gefangen in den sprachlichen Vorgaben der Wortauswahl. Da kommen wir nicht raus. Mein Untersuchungsziel ist das Folgende: Ich will mittels einer linguistischen Diskursanalyse den Wettkampf um Geltungsansprüche von Authentizität im urbanen Kontext offenlegen. Drei Fragen stehen im Zentrum. Wie konstituieren Diskursakteure Authentizität von Städten?
Welche Machtansprüche können mit der jeweiligen Deutungshoheit einhergehen? Und drittens, welchen Einfluss hat die Sprache als vorstrukturierendes Wahrnehmungsmittel, als Erkennungszeichen für einen Sozialraum mit gruppenbildendem Effekt mittels Eigen- und Fremdzuschreibung? Diese Zuschreibung von Authentizität bzw. Nicht-Authentizität unterliegen einem diskursiven Wettkampf im Medium Sprache. Das Selbstverständnis einer Stadt im Sinne eines Sozialraums muss auch die wirklichkeitskonstituierenden Kraft durch Sprachsymbole bedenken. In der neuen Richtung der Urban Linguistics als sprachwissenschaftliche Ausprägung der Urban Studies wird von Placemaking gesprochen. Man könnte diesen Terminus sehr frei übertragen mit Herstellung eines Authentizitätsgefühls durch Sprache. Dabei ist insbesondere auf die Prozesse des variationalen Placemaking zu verweisen, so nennt es unsere Kollegin Beatrix Busse und Ingo Wanke, also auf die kulturell-politisch-gesellschaftlich motivierten Ortsbezeichnungen eines öffentlichen Raums. Denken Sie an Beispiele wie Europaplatz, Platz des himmlischen Friedens, Straße des 17. Juni oder Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft, bei denen neben der sozialen Vorstrukturierung des Raumes durch die Bewohner auch die wirklichkeitskonstituierende Kraft der gebauten Umwelt, der sprachlich gebauten Umwelt als deklarative Sprachhandlung zur Geltung kommt. Ungeklärt ist dabei für viele, inwieweit man Authentizität als fundamentale Eigenschaft oder kommunikative Zuschreibung verstehen kann. Dabei wird deutlich, dass die Vorstellung authentischer Städte einerseits auf einem vagen und unterbestimmten Sehnsuchtsphänomen basiert, andererseits aber auch wieder als strategisch-diskursive Deutungskämpfe in der Debatte über Stadtentwicklung funktionalisieren. Daraus folgt, Authentizität ist nicht, sondern Authentizität wird im Diskurs gemacht. Genauso wie Fakten nicht sind, sondern Faktizität erst diskursiv hergestellt wird. Die Facetten und Schattierungen dieses semantischen Wettkampfs um Authentizität fasse ich als agonale Zentren. Agon ist der Wettkampf. Das sind meine Interpretationsangebote, die ich Ihnen gleich präsentieren. Doch nun Schritt für Schritt ein paar Beispiele aus den Zeitungen. Beginnen wir mit einem Zitat aus der Berliner Morgenpost. Die Zitate habe ich Ihnen mitgebracht, die können Sie direkt mitlesen. Genau. Das Berlin-Bild, das hier transportiert wird, sieht so aus. Party und Sex, dahinter lange nichts. Die Serie scheint die Worte des Union-Vorsitzenden Philipp Missfelder vergangene Woche in der Zeit zu bebildern. Es gibt nicht viele Leute in Berlin, die außerhalb des politischen Betriebs wirklich arbeiten. Zitat Ende. Deutschland punktet mit trendigen Städten, sagt Spiegel Online. Was sieht man daran? Das Image einer Stadt entsteht in Sprache und wird in Narrativen kolportiert. Ein solches Narrativ wird von handlungsleitenden Konzepten gespeist. Hören Sie das folgende Zitat über Frankfurt aus der Frankfurter Rundschau. Während auf der Zeil und in den angrenzenden Seitenstraßen hauptsächlich große Kaufhäuser, Shopping-Malls und bekannte internationale Labels zu Hause sind, gibt es auf den Haupteinkaufsstraßen in den Stadtteilen auch viele kleinere Läden mit ausgefallenen, charmanten Dingen wie Designerkleidung, schrille Accessoires und Kunsthandwerk. Gemütlich flanieren und einkaufen mit authentischem Stadtteilflair kann man beispielsweise in der Berger Straße in den Stadtteilen Bornheim und Nordend. Dort finden Besucher eine Mischung aus inhabergeführten Läden aller Art, ausgefallenen Boutiquen und vielen Cafés und Restaurants. In diesem Zitat kommen zwei handlungsleitende Konzepte zum Vorschein, die den Diskurs gleichsam prägen. Das erste Konzept könnte man umschreiben als globalisierte kapitalistische Symbole als Kennzeichen des Nicht-Authentischen. Und das zweite Orientierungskonzept dahinter diagnostiziert lokale und regionalwirtschaftliche Symbole als Kennzeichen des Authentischen. Oder zugespitzt formuliert,
Das Globalisierte repräsentiert das Nicht-Authentische, das Lokale, das Authentische. Die Konnotation des folgenden Zitats aus der Fachzeitschrift Textilwirtschaft macht dies ebenfalls sichtbar. Ähnliches hat Günther gerade gesagt, Zitat, irgendwann sind in jeder Stadt die gleichen Sortimente, die gleichen Läden und die gleiche Bestückung. Diese Dichotomie ist bekannt inzwischen auch im Wortschatz und sie ist lexikalisiert, nämlich in dem Wort Glokalisierung. Linguistisch gesprochen ist Glokalisierung ein amalgamierter Neologismus, eine Wortverschmelzung. Glokalisierung setzt sich zusammen aus den Ausdrücken Globalisierung und Lokalisierung, und zwar in bewusster Wirkungsabsicht, um die Spektren beider Begriffe zu verbinden. Die Dimension der Veränderung auf der Maßstabsebene von lokal, regional, global soll als lokal erfasst werden. Für diese handlungsleitenden Konzepte, diesmal im Kontext der Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen, möchte ich mich als nächstes widmen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Investitionspolitik der Städte in den Top-Standorten, die nur den großen Marken nutzen, die Mieten in die Höhe treiben. Trotzdem bleibe der Glaube an die Metropolen groß und berechtigt. Eher der Glaube werde von zwei Langzeittrends genährt. Zitat: Erstens zieht es immer mehr Menschen dorthin. Zweitens, Urbanität ist das alles dominierende Lebensgefühl unserer Zeit. Zitat Ende. In diesem Textausschnitt konfligieren zwei Konzepte. Auf der einen Seite eines, das die Nachteile einer globalisierten kapitalistischen Wirtschaftsstruktur auf die Stadtentwicklung in Augenschein nimmt. Auf der anderen Seite ein Konzept, das die dominante Anziehungskraft des ungebrochenen City Appeals fokussiert. Lassen Sie mich noch ein paar andere Beispiele und Konzepte zusammentragen. Am Ende werde ich Ihnen diese geordnet präsentieren. Als nächstes möchte ich Ihnen einen Auszug aus einem Interview mit dem nigerianisch-amerikanischen Schriftsteller Teju Cole präsentieren, der 2011 mit seinem Roman Open City berühmt wurde. In dem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung geht es um Afrika, Brooklyn, seine Romane und den Hip-Hop und darum, ob ein Pass etwas darüber aussagt, wo die Heimat eines Menschen ist. Der Interviewer: Was ist afrikanisch an Ihnen? Wir haben leider noch zu oft das Klischee, dass sich afrikanische Authentizität eher in Baströckchen als in Smartphones findet. Aber die afrikanischen digitalen Eingeborenen werden uns bald allein zahlenmäßig überrunden. Und Brooklyn wächst gerade zu einer der interessantesten afrikanischen Städte heran. Der Interviewer etwas irritiert: Sie meinen Brooklyn, New York? Ja, und das liegt an einigen der Webseiten aus Brooklyn, wie etwa meine Lieblingsblogs. Sie sind die wichtigsten Versammlungsplätze für die afrikanische Diaspora. Wer afrikanische Kultur heute verstehen will, sollte dort mal reinschauen. Verstehen Sie sich als Afropolitan, als Teil der jungen urbanen Kulturschaffenden, die Selassie so taufte? Nennen Sie mich lieber einen Panafrikanisten, das ist politischer. Hier werden weit verbreitete Wahrnehmungsschablonen von Authentizität in Bezug auf Menschen in ländlichen und urbanen Umfeld pervertiert und verdichtet in dem soeben zitierten Klischee, dass sich afrikanische Authentizität eher in Baströckchen als in Smartphones zu zeigen scheint, aber nur in bestimmten Köpfen. Das Schablonendenken wird enttarnt. Das Vergangene wird offensichtlich flächendeckend bei der Authentizitätsbestimmung als dominant gesetzt. Wandel und Insignien der Moderne bzw. des technischen Fortschritts scheinen nur schwer integrierbar in unser Authentizitätskonzept. Auf Vergangenes referierende Authentizitätskonstruktionen dienen oft als Letztbegründung eines So-Seins, einer ursprünglichen und als eigentlich vorausgesetzten Wesensprädikation. Für unsere Frage nach Authentizitäts- und Identitätskonstruktionen von urbanen Räumen bedeutet dies: Identität und Authentizität scheinen Hand in Hand zu gehen bei der statischen Fixierung von Haltepunkten in der Vergangenheit.
Unsere statisch fixierten Authentizitätskonzepte tun sich schwer, Veränderungen oder Prozesshaftes mitzudenken oder gar zuzulassen. Lassen Sie das folgende Zitat aus der Zeitung Der Immobilienstandard auf Sie wirken. Business-Architektur als Spiegel der Identität. Tipps und Trends, Highlights. Eine schöne Hülle für ein Unternehmensgebäude zu entwerfen, ist die eine Sache. Soll das Objekt aber auch die Unternehmensidentität widerspiegeln, so muss die gelebte Kultur im Unternehmen in architektonische Sprache übersetzt werden. Authentizität der Gestaltung identitätsstiftender Architektur ist keine Frage des Geldes, sondern muss authentisch und mit alltäglichen Mitteln gestaltbar sein. Zitat Ende. Besonders auffällig ist der letzte Satz. Authentizität der Gestaltung identitätsstiftender Architektur ist keine Frage des Geldes, sondern muss authentisch und mit alltäglichen Mitteln gestaltbar sein. Der tautologischen Verwendung des Stammmorphems authent in dem Satz ist kaum noch etwas hinzuzufügen. Die Tautologie lässt sich nur dadurch erklären, dass die Autoren davon ausgehen, dass Authentizität als Hochwertkonzept allseits akzeptiert ist. Man könnte den Satz, um seinen tautologischen Charakter offenzulegen, wie folgt paraphrasieren: Authentizität der Gestaltung muss authentisch sein. Naja, jetzt wissen wir es ganz genau. Mehr Begründung ist offensichtlich nicht erforderlich. Das Hochwertkonzept der Authentizität scheint selbsterklärend zu sein. Ganz anders in dem folgenden Beispiel, da wird Authentizität als begründendes Moment nicht akzeptiert. Das Zitat aus der Welt zeigt einen semantischen Wettkampf und das Instrumentalisierungspotenzial des Authentizitätsphänomens. Inhaltlich geht es um die Sanierung der Staatsoper in Berlin. Nur wird dieses Mal Authentizität als Hochwertkonzept nicht unwidersprochen akzeptiert. Natürlich sollte auch in der Kulturszene der Mut zur Eigeninitiative da sein. Genauso wie der Bürger als Mäzen wieder stärker in die Pflicht genommen werden gehört, Aber nicht unbedingt wie im Fall des Peter Dussmann, der als Vorsitzender des Staatsopernfreundeskreises die Stadt dazu zwingen möchte, bei der Sanierung das DDR-Imitat aus Knobelsdorf Rokoko zu erhalten, das die meisten Besucher für authentisch halten. Schaut man hinter die Kulissen dieses Zeitungsausschnittes, so kommt das folgende Konzept zum Vorschein. Authentizität ist eine Leitvokabel, aber dennoch stellt sie kein Letztbegründungsmoment dar. Schließlich wird in dem Artikel deutlich, dass trotz des Authentizitätsarguments, nämlich es handelt sich um ein DDR-Imitat, diesen Gesichtspunkt nur mit Skepsis und Ablehnung begegnet wird. Was ist ein Letztbegründungsmoment und was leistet es bei der Diskursanalyse? Das scheint mir für die Authentizität besonders wichtig. Der Terminus Letztbegründung steht in der Philosophie für die endgültige Rechtfertigung einer beispielsweise logischen, epistemischen oder ethischen These. Aus diskursanalytischer Sicht interessiert die rationale und empirische Rückführung auf einen letzten Grund, der keiner weiteren Begründung mehr bedarf. Diese Strategie der Diskursakteure kann, muss aber nicht zwingen, gegen diskursethische Maximen verstoßen. Es ist daher umstritten, ob es Letztbegründungen geben kann. Letztbegründungen werden oft mit sogenannten Hochwertwörtern realisiert. Authentizität hat das Potenzial. Ein anderes Beispiel sind Hochwertwörter wie Kindeswohl oder Generationengerechtigkeit. Niemand kann etwas gegen das ethische Potenzial dieser Wörter sagen. Strittig ist nur, ob die Wirklichkeit den deontischen Inhalten dieser beiden Worte entspricht. Das folgende Beispiel aus der Stuttgarter Zeitung mit der Überschrift Streit um Abrisspläne in der Heidelberger Altstadt, barocke Pavillons sollen Reihenhäuser weichen, belegt dies ebenfalls und selbstverständlich darf hier in Heidelberg nicht ein Beispiel fehlen. Und zwar geht es hier um das Moment des Authentischen als Letztbegründung. In dem Zeitungszitat heißt es:
Die Anlage sei charakteristisch für den Privatpalastbau des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum. In Heidelberg habe sich keine Anlage, Zitat, von vergleichbarer Authentizität erhalten und auch in anderen früheren Barockstädten von hohem Rang gäbe es keine vergleichbaren Zeugnisse derart vornehmer Privatarchitektur, schreibt das Amt. Der Heidelberger Baubürgermeister Raban von der Malzburg ist von dieser Einschätzung alles andere als erbaut. Die Karlsruher Stellungnahme sei kein Gutachten, sondern eine Kampfschrift, schimpft er. Von der Malzburg, der als Aufsichtsratsvorsitzender der Städtischen Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz amtiert und zugleich als Bürgermeister für den Denkmalschutz in Heidelberg zuständig ist, hat sich bereits deutlich für einen Abriss des Pavillons und eine Bebauung des Hofs mit, Zitat, zeitgemäßer Architektur ausgesprochen. Zitat Ende. Was zeigt uns dies? Es gibt eine Debatte über den Abriss eines Privatpalastes. Hier wird die etikettierte Authentizität eines Gebäudes als Letztbegründungsmoment vom Baubürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzenden verärgert zurückgewiesen. Stattdessen versucht er das Gegenwort der Abrissbefürworter stark zu machen. Es lautet zeitgemäße Architektur. Wir haben es mit einem klassischen semantischen Kampf um Sachverhaltsfixierungsversuche zu tun. Im Streit geht es um Häuser und es beginnt ein semantischer Kampf um die angemessenen Bezeichnungen und Zuschreibungen, welche die eigenen Positionen zu stärken in der Lage sind. Wer seine Bezeichnung durchsetzt, hat im Deutungskampf einen Vorteil. Und in der Tat wurde das Palais Nebel in der Heiliggeiststraße nicht abgerissen, sondern 2004 und 2005 saniert. Oberflächlich betrachtet könnte man daraus einen rhetorischen Punktsieg für die Authentizität und gegen das Zeitgemäße ableiten. Abschließend noch ein Beispiel zur kritischen Distanz mit Hilfe von Anführungszeichen. Diese deuten nämlich an, dass die Autoren sich selbst bewusst sind und vom Wortgebrauch distanzieren möchten. Dazu ein Beispiel aus der Presse, die sich mit dem WM-Veranstalter, das passt ja aktuell, WM-Veranstalter 2022 beschäftigt. Das ist Katar. Und da das Land zum Berichtszeitpunkt anstatt der benötigten 500.000 Schlafplätze für die Fußballfans nur Hotelkapazitäten für 46.000 Menschen zusagen konnte, versprach Doha, die Fans in Beduinenzelten unterzubringen und bezeichnete dies als authentische Unterkunft. Ein weiteres Zitat, in dem Distanz metasprachlich markiert wird, findet sich in einer misslungenen Werbekampagne. Da sollten authentische Straßeninterviews die Kunden vom Kauf überzeugen. Doch das misslang. Vom Hohn und Spott musste die Firma ihre Authentizitätsinszenierung zurücknehmen. Man sieht, die Imitation von Authentizität will gelernt sein. Das Geschäft der Staged Authenticity ist komplex. Das Vermeiden von Inauthentizitätseffekten ist gerade im Marketing von zentraler Bedeutung. Man spricht auch von inszenierter Authentizität. Das ist eigentlich ein Oxymoron. Diese medialen Formen der Institutional Authenticity verfolgt das Ziel, ein überzeugendes Mischungsverhältnis zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, zwischen Intimität und Distanz zu erzeugen. In diesem Zusammenhang spricht Kaplan von Authentizität als einem graduellen Phänomen, welches man aufdrehen, verstärken kann oder schwächen kann. Ich komme zum Schluss, indem ich meine Konzepte, die ich Ihnen vorgestellt habe, nun bündle und drei Thesen vorstelle. Die Grundannahmen der Textanalysen lassen sich in folgenden Konzepten resümieren. Ein Image einer Stadt entsteht in Sprache und wird in Narrativen kolportiert. Geht man vor diesem Hintergrund auf Spurensuche des Authentischen bzw. des Nicht-Authentischen, so lassen sich globalisierte kapitalistische Symbole als Kennzeichen des Nicht-Authentischen identifizieren.
Analog dazu sind als weiteres Orientierungskonzept lokale oder regionalwirtschaftliche Symbole als Kennzeichen des Authentischen zu diagnostizieren. Oder zugespitzt formuliert, das Globalisierte repräsentiert das Nicht-Authentische, das Lokale das Authentische. Doch ganz so einfach ist es nicht, wie das Verschmelzungswort Glokalisierung offengelegt hat, mit dem auf Dimensionen der Veränderungen verwiesen wird, die zwischen den Maßstäben global, regional und lokal kulminieren. Ein anderes Konzept im Urbanitätskontext fokussiert die Nachteile einer globalisierten kapitalistischen Wirtschaftsstruktur auf die Stadtentwicklung und nimmt auf der Gegenseite die dominante Anziehungskraft des ungebrochenen City Appeals zur Kenntnis. Schließlich wird im Diskurs die Authentizität als ein Leitkonzept mit Letztbegründungsmoment instrumentalisiert. Genauso wie die Authentizität zwar als Leitkonzept akzeptiert wird, aber ihr Letztbegründungsmoment dementiert wird. Wir haben im Diskurs auch Distanzmarkierungen gefunden, als beispielsweise Beduinenzelte in der Wüste Katars als authentische Unterkunft für WM-Fans deklariert wurden. Dabei handelt es sich um einen Konzepteuphemismus, der aus westlicher Sicht als einfach eingestufte Wohn- und Kulturformen aufwerten soll. Diese Konzepte lassen sich nun in ihrem Agonalitätscharakter zuspitzen. Wir haben es entweder mit einem X zu tun, der ein Indikator für ein Vorliegen von Authentizität darstellen soll, oder mit einem Y, ein Indikator für das Vorliegen von Nicht-Authentizität. Des Weiteren wird in Bezug auf Gebäude, ihr Erscheinungsbild und ihre Funktionalität eine Eigentlichkeit, eine Ursprünglichkeit impliziert. Oder als Gegenkonzept in Bezug auf Gebäude, ihr Erscheinungsbild und ihre Funktionalität gilt es, eine zeitgemäße Betrachtung zugrunde zu legen. Ein weiteres Gegensatzkonzept lautet, in Bezug auf Objekte gibt es ein Echtsein, oder Gegenstück, in Bezug auf Objekte liegt immer eine Imitation vor. Weiteres Phänomen stellt die Betrachtung der Authentizität als ein graduelles Phänomen dar, welches man verstärken oder abschwächen kann, oder als ein holistisches Phänomen. Entweder es ist da oder es ist nicht da. Und abschließend noch die Konzepte, Authentizität ist wünschenswert und geboten, während das Gegenstück lautet, Authentizität ist eine Fiktion, eine Illusion. Ich komme zu drei abschließenden Thesen. Erstens, der Authentizitätsbegriff als deontisch kaum hinterfragtes Hochwertphänomen muss hinsichtlich seiner je spezifischen Diskursfunktionen dechiffriert werden, indem die im Sprachgebrauch angelegte Agonalität um authentische Geltungsansprüche problematisiert wird. Vorsicht ist vor allen Dingen dann geboten, wenn ein Diskursakteur behauptet, das sei authentisch und damit ein Letztbegründungsmoment initiiert. Zweite These: Die Bezugnahme auf Authentizität kann zivilreligiöse Untertöne bekommen. Die dadurch sakralisierten Werte sollen sich einer öffentlichen Wertedebatte stellen. Dritte These: Der Rekurs auf Authentizität wird dann ein gefährliches Machtinstrument, wenn Diskursakteure mit Verweis auf Authentisches die Diskursrechte anderer Diskursakteure beschneiden wollen oder damit Debatten zu beenden beanspruchen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf die Diskussion.